Also nach einer Pause von einer Woche kommen wir wieder zusammen und wollen einmal die Fäden dort aufgreifen, wo wir sie das letzte Mal liegen gelassen haben. Wir sind beim Kapitel Transformationsverhalten. Sie werden sich denken, naja, das haben wir ja schon alles gehabt. Aber es ist diesmal ein wenig anders. Es geht diesmal beim Transformationsverhalten darum, dass Sie ja schon gesehen haben, wenn man in einem Raum ein Koordinatensystem einführt, irgendeins, zum Beispiel Kugelkoordinaten oder sonst irgendwelche, dass dann damit im Zusammenhang in jedem Punkt des Raumes ein Basisvektorsystem definiert wird. Entweder dadurch, dass diese Basisvektoren Tangentenvektoren an die Koordinatenlinien für dieses Koordinatensystem sind, oder normalen Vektoren auf Koordinatenflächen bzw. Hyperflächen. Das heißt aber, wenn man jetzt ein bestimmtes Koordinatensystem wählt, dann bedeutet das, dass man einen bestimmten Satz von Basisvektoren in jedem Punkt im Raum festlegt. Und die können, wie wir ja auch schon am Beispiel der Eben- und Polarkoordinaten gesehen haben, an verschiedenen Punkten im Raum auch unterschiedlich liegen und auch unterschiedliche Längen haben, diese Basisvektoren. Wenn man jetzt also ein solches Koordinatensystem vorgibt, mit dem man also die Punkte in dem betrachteten Raum beschreibt, dann hat man zugehörig in jedem Punkt einen Satz von Basisvektoren, entweder Kovariante oder Kontravariante Basisvektoren. Wenn ich aber jetzt eine Transformation durchführe, indem ich auf ein anderes Koordinatensystem übergehe, meinetwegen verwende ich das, was wir schon gehabt haben, von Kugelkoordinaten auf Zylinderkoordinaten übergehe, dann werden bei den gleichen Punkten im Raum im Allgemeinen andere Basisvektoren vorhanden sind. Und das bedeutet, eine solche Transformation des Koordinatensystems zieht nach sich eine Transformation der Basisvektoren, weil sich die eben ändern. An einem bestimmten Punkt im Raum gibt es in Kugelkoordinaten einen gewissen Satz von Basisvektoren. Sie werden sich vielleicht erinnern, den einen zeigen radial nach außen, die anderen sind Tangentialvektoren an die Meridiane und die dritten sind die Tangentialvektoren an die Breitenkreise. Das ist so ein Vektordreibein. Hat man hingegen Zylinderkoordinaten, dann werden im gleichen Punkt dann andere Basisvektoren vorhanden sein. Und wenn man von dem einen Koordinatensystem auf ein anderes Koordinatensystem im gleichen Raum übergeht, bedeutet das im Allgemeinen auch einen Übergang in jedem Raumpunkt von einem Basisvektorsystem in ein anderes. Und das ist genau das, was wir im Wintersemester schon betrachtet hatten. Aber ohne diesen Aspekt, dass diese Basisvektoren jetzt immer entweder Tangentenvektoren an die Linien oder normalen Vektoren an Hyperflächen sind. Da haben wir ja damals nur gesagt, wir wählen einen Satz von Basisvektoren, wie auch immer. Und dann schauen wir nach, was passiert, wenn wir auf einen anderen Satz von Basisvektoren in irgendeiner Weise übergehen. Und diesen Übergang haben wir dann beschrieben durch Transformationsmatrizen, diese unseligen A unten quer I, J und A oben quer I, J. Sie werden sich sicher noch daran erinnern und werden sich vielleicht das nicht in bester Erinnerung haben, weil das, glaube ich, nicht zum Spannendsten von dem Ganzen gehört. Jetzt können wir sozusagen daraus etwas machen, denn jetzt machen wir es nicht mehr so, dass wir irgendwie halt Basisvektoren wählen, sondern wir wählen ein Koordinatensystem. Und
damit im Zusammenhang ergeben sich die Basisvektoren, eben entweder als Tangentenvektoren in die Koordinatenlinien dieses Koordinatensystems oder normalen Vektoren, Koordinatenflächen. Sodass man da ja dann gar keine Wahlfreiheit hat. Hat man einmal ein Koordinatensystem gewählt, dann liegen auch die entsprechenden Basisvektoren fest. Und natürlich dann, das ist dann letztlich das Ergebnis von dem Ganzen, wenn ich nun irgendwo im Raum einen Vektor darstellen möchte, dann mache ich das wieder in Bezug auf diese Basisvektoren. Das heißt, die Komponenten eines Vektors, die werden sich wieder beziehen auf diese Basisvektoren. Und gehe ich jetzt von einem Koordinatensystem auf ein anderes Koordinatensystem über, dann gehe ich auch von einem Basisvektorsystem auf ein anderes Basisvektorsystem über. Und damit ändern sich dementsprechend in ko- oder kontravarianter Weise jeweils die Komponenten des betrachteten Vektors. Wenn das Ihnen jetzt undurchsichtig erscheint, dann fragen Sie gleich. Weil das gehört so irgendwie zum Kernpunkt von dem Ganzen. Dass Sie so sehen, wie ist dieses Interplay zwischen einerseits Koordinatensystem und andererseits Basisvektorsystem. Und diese Basisvektoren sind dann eben die, auf die sich die Vektoren beziehen, die man heute betrachtet. Die beziehen sich nicht direkt auf die Koordinaten, sondern die beziehen sich auf die Basisvektoren, die man sozusagen an diese Koordinaten anhängt, indem man sie als Tangentenvektoren oder normalen Vektoren, das habe ich Ihnen ja das letzte Mal vor zwei Wochen schon im allereinfachsten Fall für die Ebenen Polarkoordinaten gezeigt. Da haben Sie gesehen, diese zwei Basisvektoren waren ganz einfach. Der eine ist halt radial nach außen gegangen, hat sogar die Länge 1 gehabt, und der andere war tangential an so einen Kreis, der da rund um den Ursprung herumläuft, bei diesen Ihnen wohlbekannten Ebenen Polarkoordinaten. Und damit waren die beiden auch senkrecht aufeinander, weil der Radialstrahl und diese Tangente an den Kreis sind natürlich senkrecht aufeinander. Aber dieser Tangentialvektor, der hat auch gar nicht mehr die Länge 1 gehabt. Und da, im Kovariantenfall waren es wirklich der Tangentialvektor an die Kurven, an die Linien sind, hat er Länge R gehabt, und im Kontravariantenfall als den normalen Vektor an die Hyperfläche hat er 1 durch R gehabt. Also, wir hatten Kovariante und kontravariante Basisvektoren, und wenn man jetzt irgendwo in der Ebene einen Vektor oder letztlich ein ganzes Vektorfeld betrachtet, jedem Punkt gibt es einen Vektor, so wie das Geschwindigkeitsfeld in einer Flüssigkeitsströmung oder das E-Feld in einem die E-Vektoren in einem elektrischen Feld, es gibt ja verschiedene Vektorfelder, wo das wichtig ist, dann werden diese Vektoren dann immer an den jeweiligen Punkten durch ihre Komponenten in Bezug auf die dort vorhandenen Basisvektoren zu beschreiben sein. Und das Lustige an der Geschichte ist jetzt natürlich, es ist nicht mehr so gemütlich wie bei den kartesischen Koordinaten, die sind nicht überall gleich, haben Sie gesehen, geht man von einem Punkt, liegen die Basisvektoren anders. Hat man denselben Vektor mit gleicher Länge, gleicher Richtung, dann hat der an einer anderen Stelle, Teufel auch, unterschiedliche Komponenten. Das muss Ihnen klar sein. Wenn Sie das verstanden haben, und das ist eine, Sie sehen ja, das kann man nur mit Handwaving erklären, da braucht man doch gar keine Formeln dazu, dann hat man das einmal geometrisch vor sich. Und dann wird es einfacher, das auch in den Formeln nachzuvollziehen. An welche Basis ziehen wir bei Kugelkoordinaten im Ursprung heran? Da gibt es so etwas. Es gibt bei solchen Koordinatensystemen oftmals so singuläre Punkte, wo man dann keine eindeutigen Basisvektoren festlegen kann. Die spart man dann halt aus. Aber die Erfahrung zeigt, das ist natürlich für eine mathematische Beschreibung irgendwie das, ein Stachel im Fleisch, wann sowas ist. Aber in der generellen Durchführung
das tut einem nicht weh. Aber Sie haben vollkommen recht, auch am Nordpol zum Beispiel, entlang der ganzen Z-Achse ist das eine blöde Geschichte. Genauso gut, wie man ja auch sagen kann, stehe ich am Nordpol, dann verlieren die Himmelsrichtungen ihren Sinn. Wohin Sie auch schauen, ist südlich. Was anderes gibt es überhaupt gar nicht. Und Sie müssen einen Schritt daneben machen, dann ist da Norden und da Süden und da Osten und da Westen. Aber wenn Sie direkt auf dem Punkt stehen, fix noch einmal, dann gibt es... Und das stört trotzdem keinen Menschen. Trotzdem kennen sie es, weil ja Gott sei Dank nicht immer alle am Nordpol oder am Südpol stehen. Nicht? Dort ist das halt komisch, nicht? Aber das ist halt so. Das ist in den meisten Fällen so. Das haben die kartesischen Koordinaten natürlich nicht. Dafür sind es andere, in anderen Zusammenhängen eben recht schwerfällig, sperrig und unpraktisch. Deswegen wird man sie wirklich nur durchaus nicht immer als erste Wahl verwenden. Weil die meisten Probleme rufen entweder eine sphärische Symmetrie oder eine zylindrische Symmetrie heran und dann nehmen sie diese Koordinatensysteme. Völlig richtig, Sie haben recht, aber die Praxis zeigt, es stört einen nicht wirklich. Okay, gut. Also, Koordinatentransformation. Und da hatten wir das letzte Mal, das möchte ich jetzt noch einmal aufschreiben als Ausgangspunkt für das Weitere, hatten wir gefunden, wie sich die Basisvektoren, die Kovarianten und analog dann auch die Kontravarianten transformieren. Wir sind dabei ausgegangen von dem, was wir schon wissen, nämlich wie man diese Basisvektoren konkret bestimmen kann, wenn man sozusagen als Hintergrund ein kartesisches Koordinatensystem haben. Das möchte ich nicht mehr durchführen, das hatten wir schon. Wir hatten als Ergebnis dann bekommen für die Transformation der Basisvektoren. Nur als Wiederholung, hier setzen wir jetzt wieder an. Wir haben ein G unten, Alpha-Pfeil quer, die transformierten, kovarianten Basisvektoren. Das war DQ nü nach DQ quer Alpha. Das sind jetzt die Koordinaten, da steht der Index immer oben. Immer, es gibt keine Kovarianten und Kontravarianten-Koordinaten. Das muss Ihnen in der Zwischenzeit ganz klar geworden sein. Nur Komponenten von Vektoren oder Tensoren können Ko- oder Kontravariant sein. Beziehen sich auf die entsprechenden Basisvektoren. Während die Koordinaten, die beziehen sich auf keine Basisvektoren. Im Gegenteil, die Koordinaten, die bewirken erst, dass aufgrund der Koordinaten dann die Basisvektoren definiert werden können. Also mal und dann haben wir G unten nü Pfeil ohne quer. Also das ist die eine Art für die Kovarianten Basisvektoren und da haben wir hier schon gesagt, das sind also so Transformationskoeffizienten. Das ist das, was wir bisher gehabt haben, als ein A unten quer für kovariante Basisvektoren. Und dann haben wir unten Alpha, oben Nü. So haben wir das bezeichnet gehabt. Ohne das, nur das als Transformationskoeffizienten für die Transformation von einem Satz von kovarianten Basisvektoren auf einen transformierten Satz von kovarianten Basisvektoren. Und entsprechend kann man auch, also völlig analog, den Ausdruck gewinnen für die kontravarianten Basisvektoren. Da haben wir also AG oben Alpha Pfeil quer. Und das ist jetzt entsprechend, weil da das Alpha oben steht und das ist quer, kommt dq quer Alpha nach dq nü und dann haben wir g oben nü Pfeil und wieder sind das die Transformationskoeffizienten, die in unserer Wintersemesterschreibweise in dieser etwas weniger spannenden als A oben quer
Nü Alpha bezeichnet wurden. Nü Alpha und oben quer, weil da das quer auch oben ist. Das, jetzt sehen Sie vielleicht, dass das schon ein bisschen vorausgedacht war, dass man das jetzt hier unmittelbar anwendet. Und was wir auch noch gefunden hatten als letztes vor zwei Wochen, ist, dass diese zwei Transformationsmatrizen zueinander invers sind. Es zeigt sich, schreibe ich jetzt, aber letztes Mal habe ich es Ihnen auch vorgeführt in zwei Zeilen unter Verwendung der mehrdimensionalen Kettenregel, dieser Geschichte mit den Kürzen, was ich immer sage und was man aber nicht sagen darf. Nicht? Also das, die Sachen, die man nicht darf, merkt man sie meistens am besten. Es zeigt sich, dass also diese Matrizen der Transformationskoeffizienten, schreiben wir es einmal so auf, dq nü nach dq quer alpha und dann dq quer alpha nach dq nü, die sind zueinander invers. Das ist ganz leicht zu überprüfen. Das bedeutet jetzt wieder eingeklammert die ganze Transformationsmatrix. Diese Nü und Alpha, die haben nichts Besonderes zu sagen, nur das sind Dummy-Indizes, die anzeigen, dass alle 3x3 oder wie viele Dimensionen man hat, solche Transformationskoeffizienten in dieser Transformationsmatrix drinsteht. Vor Ihnen entsteht da jeweils die ganze Transformationsmatrix und die sind zueinander invers, so wie wir das ja auch gesehen haben im Wintersemester mit diesen A unten quer und A oben quer je, dass die auch zueinander invers sind. Die Transformation für die Kovarianten-Basisvektoren und die Transformation für die Kontravarianten-Basisvektoren, die sind zueinander invers. Da heißt ja das eine Co und das andere Kontra, weil es auch mit einer inversen Transformationsmatrix eben beschrieben wird. Jetzt aber sehen Sie, und das ist jetzt natürlich der Wert dessen, dass wir uns das im Wintersemester schon noch ohne die Betrachtung von so krummlinigen oder halt allgemeinen Koordinatensystemen angeschaut haben, das können wir jetzt so, wie es ist, verwerten. Denn im Wintersemester haben wir gesagt, wenn sich diese Basisvektoren, die Kovarianten und die Kontravarianten, so mit Hilfe von solchen Transformationsmatrizen transformieren von einem untransformierten Satz auf einen transformierten Satz von Basisvektoren, dann gibt es ein entsprechendes Transformationsverhalten der Vektorkomponenten. Von Vektorkomponenten. Das heißt, man betrachtet jetzt also, und dafür tut man sich das ja alles an, einen Vektor A. Und unter Vektor ist immer gemeint, ein ganzes Vektorfeld. In jedem Punkt im Raum gibt es dann so einen Vektor und der kann entweder überall das Gleiche sein oder auch nicht. Im Allgemeinen wird er das natürlich nicht sein, überall das Gleiche. Man betrachtet also einen solchen Vektor A und da zeigt sich also jetzt in entsprechender Weise, dass also sich die kovarianten Vektorkomponenten so verhalten wie die kovarianten Basisvektoren. Und ich schreibe das heute jetzt nicht mit griechischen Buchstaben, sondern mit lateinischen an. Das ist in dem Fall noch keine so wichtige Sache, das zu unterscheiden. Das macht man vor allem dann, wenn man ausdrücklich zwischen kartesischen und allgemeinen Koordinaten unterscheiden will.
Da schreibt man oft die kartesischen mit IJK indiziert und die allgemeinen mit Alpha, Beta, Gamma. Aber noch eine andere Art, das zu verwenden, ist im Vierdimensionalen. Wenn man diesen ganzen Apparat auf das vierdimensionale Raumzeitkontinuum bezieht, dann werden die vierdimensionalen Größen mit griechischen Indizes bezeichnet, und wenn man dann nur den dreidimensionalen raumhaften Teil herausnimmt, kriegen die dann halt lateinische Indizes. Das ist aber alles nur eine Schreibweise, da ist nichts Tieferes dahinter. Aber es ist nicht unpraktisch, und Sie werden vielleicht schon mal, wenn Sie wo einmal so in ein Buch über relativistische Quantenfeldtheorie kurz hineingeschaut haben, da kommen ununterbrochen diese Tensorgleichungen mit Alpha, Beta, Nü und so weiter vor, weil das soll also entweder von 1 bis 4 oder von 0 bis 3 dann laufen, und da macht man damit klar, damit bezieht man sich darauf. Und wenn man nur den raumartigen Teil herausnimmt, der für unsere Alltagswelt wichtig ist, dann, naja. Also das ist jetzt für uns hier nicht wirklich ein wichtiger Unterschied, deswegen kann ich also jetzt auch schreiben, das Transformationsverhalten A je quer, der transformierte Vektor, die transformierten Komponenten dieses Vektors sind also dann entsprechend diese Transformationskoeffizienten, da haben wir dann dqi noch dq quer je, weil das ist ja auch eine quer je Komponente, mal a unten i. Ganz analog, so wie sich die Basisvektoren von nicht transformiert auf transformiert mit Hilfe dieser Transformationskoeffizienten transformieren, so passiert das genauso auch mit den Komponenten eines Vektors. Und entsprechend auch für die Kontravariantenkomponenten dieses Vektors. Da heißt es entsprechend, weil jetzt haben wir A quer je, daher auch dq quer je nach dqi mal ai. Und erinnern Sie sich, wir hatten uns das genau klar gemacht, warum das also gerade entgegengesetzt sein muss beim Transformieren, weil wenn sich die Vektorbasis in der einen Weise transformiert, dann müssen sich die zugehörigen Vektorkomponenten in der umgekehrten Weise transformieren, sodass der ganze Vektor-A-Pfeil als solcher bleibt, was er ist. Daher schreibt man diesen Vektor-A-Pfeil eben auch auf als A oben I, G unten I-Pfeil oder als A unten I, G oben I-Pfeil. Aber das brauche ich Ihnen ja eigentlich nicht mehr sagen, das wissen Sie eh schon alles. Aber es ist ganz gut, wenn man sich das an dieser Stelle noch einmal klar macht, wie das alles zusammenhängt. Sie sehen jetzt auch eine wichtige Sache. Ausgegangen sind wir in diesem Kapitel über das Transformationsverhalten, weil das halt am Anfang für uns nützlich war, von kartesischen Koordinaten, in denen wir einmal die Basisvektoren g, Pfeil, Alpha unten und oben ausgedrückt haben. Aber am Ende jetzt, wenn Sie sich dieses Transformationsverhalten hier für die Basisvektoren und hier für die Komponenten anschauen, da kommen gar keine xi mehr vor. Deren haben wir uns jetzt schon entledigt. Und das ist immer ein gutes Zeichen, dass man von diesen kartesischen Koordinaten sich emanzipiert. Man kann sie natürlich als spezielle Koordinaten immer wählen, aber sie sollen nicht ständig überall im Hintergrund herumgeistern, sondern wir wollen die Dinge so darstellen, dass man nicht davon abhängig ist, was für Koordinaten, ob da irgendwo kartesische Koordinaten dabei im Spiel sind. Und jetzt wollen wir gleich ein Beispiel dazu uns anschauen. Zwei Beispiele sogar. Beispiele, die wir dann in weiterer Folge
und zwar sehr bald, genauer brauchen werden. Ein Beispiel ist der schon mehrfach erwähnte Tangentenvektor. Den hatten wir bisher, jetzt kommen wieder einmal die kartesischen Koordinaten ins Spiel, nur in kartesischen Koordinaten definiert. Wir betrachten also kartesische Koordinaten x, y, die gewohnten kartesischen Koordinaten halt, und der Tangentenvektor hat die Komponenten ti, und das ist einfach dxi nach dt. Wenn die Kurve, an die dieser Tangentenvektor angelegt ist, in Parameterdarstellung xi ist gleich xi von t gegeben ist, dann sind die Komponenten des Tangentenvektors einfach gegeben als die Ableitungen dieser einzelnen Koordinaten xi nach dem Parameter t. So weit, so gut. Das hatten wir schon. Und um uns das auch schön anschaulich klar zu machen, haben wir da einen Ortsvektor angeschaut. Und wenn sich der ein bisschen ändert, sind diese Delta xi schon dieser kleine Tangentenvektor. Und wenn man das dann noch durch das Delta t durch, das wissen Sie schon alles. Ich glaube, das brauche ich nicht noch einmal sagen. Nur jetzt wollen wir ja schauen, wie man das allgemeiner schreibt und wie man das entsprechend anders machen kann. Und wir nehmen jetzt ein Koordinatensystem QI quer. Naja, um auf so ein Koordinatensystem QI quer überwechseln zu können, verwenden wir diese Transformationseigenschaften. Das ist ja ein Kontravariant, das sind kontravariante Komponenten des Tangentenvektors, und Sie werden gleich sehen, dass das auch wirklich systematisch zusammenpasst. Ich habe Ihnen ja noch gesagt, wie wir das seinerzeit definiert haben, ist es uns noch wurscht gewesen, ob das Co- und Kontravariant ist. Weil wir beziehen uns nur auf kartesische Koordinaten, und dort sind die Basisvektorsysteme immer orthonormiert, und bei orthonormierten Basisvektorsystemen ist kein Unterschied zwischen Co- und Kontravariant. Sie sehen, glaube ich, schon, dass es ganz gut ist, dass Sie zuerst im Wintersemester waren, weil man das jetzt alles schon irgendwie da gleich mit einbauen kann, diese Vorkenntnisse. Jetzt aber transformieren wir also von diesen xi auf die qi quer. Und da werden wir dann entsprechend so einen Tangentenvektor, die Komponenten in Bezug auf das gequerte System haben, und die nennen wir also tj quer, so wie wir da aj quer gehabt haben, und schreiben das genau so auf. Was kommt da? Dq quer j nach dqi, das sind aber die xi. In unserem Fall, weil wir ja da als die ungequerten Koordinaten, das sind, da haben wir die xi gewählt, und von denen wollen wir ja jetzt woanders hin transformieren. Und dann kommt also das ti. Das ti ist aber dxi nach dt. Also haben wir d q quer j nach dxi mal dxi nach dt, und da können wir jetzt wieder so schön kürzen, nicht? Und es bleibt stehen dq quer j nach dt, wobei man das auch ruhig wieder als volles Differential schreiben kann, weil es gibt ja nur einen Parameter bei einer Kurve. Sie sehen,
Der Tangentenvektor wird in völlig gleichartiger Weise beschrieben, wenn man irgendein Koordinatensystem hat. Nicht nur beim kartesischen, dort tut man halt die kartesischen Koordinaten nach dem Parameter differenzieren, dort die jeweils anderen Koordinaten nach dem Parameter. Wenn halt dieselbe Kurve jetzt halt in der Form Q quer I ist gleich Q quer I von T dargestellt wird. Da oben war es XI ist XI von T. Also man kann ja die Kurve, wenn man andere Koordinaten wählt, dann entsprechend auch in Bezug auf diese anderen Koordinaten darstellen. Naja, und das ist der Fall für den Tangentenvektor. Und jetzt wollen wir uns auch gleich den normalen Vektor anschauen. Vielleicht sollte ich da, ich habe den Platz, ich schreibe es da nochmal her. T quer j ist gleich dq quer j nach dt. Schauen Sie, da wäre das jetzt schon, um Platz zu sparen, hier wegnehmen. Blöd. Auch nicht besser. Und Sie sehen damit, also daher, daraus folgt also, dass dieses t quer j, dq quer j nach dxi, dxi nach dt, nach dt ist. Vergleichen Sie die beiden vollkommen gleichartig. Da ist, wenn die xi nach t abgeleitet, da die q quer j nach t abgeleitet. Also das ist der allgemeinere Ausdruck für den Tangentenvektor, für die kontravarianten Komponenten des Tangentenvektors an eine Kurve bei beliebigen Koordinaten. Wir werden gleich nachher da auch ein Beispiel, ein ganz einfaches, übersichtliches Beispiel dazu machen. Nur, wenn wir schon beim Tangentenvektor sind, da ist natürlich auch der normalen Vektor nicht weit. Bitte. Ja, ich habe die Argumentation jetzt nicht verstanden, wie das Differential zu einem Total geworden ist. Weil ja nur ein Parameter vorhanden ist. Ich habe nicht aufgeschrieben, hätte ich vielleicht sollen, wie diese Kurve, an die hier der Tangentenvektor gelegt wird, dargestellt ist. Zunächst einmal xi gleich xi von t, also x1 ist x1 von t und so weiter. Und wenn man jetzt die Komponenten des Tangentenvektors bildet, dann bildet man einfach für jedes von den xi die Ableitung nach t. Die sind aber nur von t abhängig. Daher, wenn es nur eine Variable gibt, ist kein Unterschied, ob ich das partiell oder vollständig schreibe. Da ist nichts anderes, was man da gleichzeitig konstant halten muss, wenn man da differenziert, weil es ist nur die eine Variable. Hier hingegen natürlich geht es darum, dass da jetzt, wenn man transformiert, diese Koordinaten q quer i von allen xi jeweils abhängen. Das q quer 1 hängt von x1 bis xn ab, das q quer 2 hängt von x1 bis xn ab. Das heißt, diese Transformationskoeffizienten, die muss man hier partiell schreiben, weil man ja nur jeweils nach einem xi da ableitet. Aber wenn es dann da heißt, dxi nach dt, da sind ja wieder nur die xi, die nur von t abhängig sind. Und da macht es keinen Unterschied, ob ich das partiell oder so schreibe. Es ist sogar eher verwirrend, wenn sie ja nur von t abhängig sind. Das Resultat eines Totales überlegt man sich. Das ändert nichts. Sie können es auch partiell schreiben. Nur nachdem diese q quer nur von t abhängig sind, ja, nach was wollen Sie sonst differenzieren? Dagegen die Transformationskoeffizienten, da muss man aufpassen, weil jedes q quer von allen xi abhängig ist. So umgekehrt auch jedes xi von allen q quer abhängig ist. Das ist ein Transformationsverhalten. Habe ich mich klar ausgedrückt? Okay.
Also, jetzt, wie ist es beim normalen Vektor? Da möchte ich jetzt auch nicht allzu viel mehr drüber sagen. Wir haben ja gesagt, normalen Vektoren kann man definieren auf eine Hyperfläche. Und da hatten wir natürlich auch zunächst kartesische Koordinaten gewählt. So wieder so xi. Und der normalen Vektor, geschrieben als ein Co mit den Kovariantenkomponenten, ist ein d Lambda nach dxi. Jetzt muss ich dazu wieder sagen, wie hatten wir denn diese Hyperfläche oder Fläche dargestellt, auf die dieser normalen Vektor senkrecht steht? Die haben wir dargestellt als eine Niveaufläche für einen Skalar Lambda gleich Lambda von xi. Wenn man dieses Lambda konstant hält, ist das eine Fläche im Raum. Nimmt man ein anderes Lambda, dann wird das irgendeine parallele Fläche oder so irgendetwas sein. Und den normalen Vektor kriegt man, indem man diesen Lambda-Skalar nach xi ableitet. Und jetzt, Herr Kollege, jetzt partiell, weil der Skalar Lambda ist einer, der von allen xi abhängig ist. Daher, wenn ich da jetzt nur noch xi ableite, muss ich nach dem einen xi ableiten und alle anderen konstant halten. Hier dagegen, da herüben, sind die xi nur von einem Parameter t abhängig. Wenn man nach dem differenziert, ne, was soll man sonst tun? Das ist ja nur der eine. Also das ist die Darstellung des normalen Vektors in den kartesischen Koordinaten. Und jetzt geht es natürlich auch entsprechend für ein Koordinatensystem q quer i. Also die xi entsprechen den ungequerten und jetzt kommen die gequerten, q quer i. Naja, und da können wir entsprechend also jetzt auch schreiben, dass n quer unten je. Da werden wir wieder entsprechend jetzt dieses Transformationsverhalten hernehmen, weil jetzt haben wir kovariante Größen. Da müssen wir dqi nach dq quer j herschreiben. Die dqi sind die dxi und da haben wir die dq quer j mal den ungequerten n unten i, die da summiert werden. J ist der Index von da herüben. Und das ist also gleich, jetzt setzen wir das ni da wieder ein und kriegen, das ist dxi nach dq quer j. Und das ni setzen wir da oben ein und das ni ist also d lambda nach dxi. Und d Lambda nach dxi mal dxi nach dq quer j, das ist jetzt wieder diese Kettenregel für Funktionen mehrerer Veränderlicher. Aber jetzt muss ich wirklich überall partiell schreiben. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das herausgestrichen haben. Da sieht man hier einen gewissen Unterschied. Die Eindimensionalität einer Kurve und die n-1-Dimensionalität dieser Hyperfläche. Das ergibt dann entsprechend diese etwas unterschiedliche Schreibweise. Und damit ergibt sich also, dass dieses n quer unten je gleich ist, d Lambda nach dxi mal dxi nach dq quer je ist dann d Lambda nach dq quer je. Schaut genauso aus wie da oben. Nur hätte es für ein beliebiges Koordinatensystem. Das gilt also gleichermaßen. Und jetzt glaube ich, dass Sie auch gleich erkennen können, dass diese zunächst etwas dürren Ergebnisse, die nicht sonderlich attraktiv ausschauen, gleich eine klare geometrische Interpretation ergeben. Nehmen wir wieder
soll ja so einfach wie möglich sein, an, wir haben einen zweidimensionalen Raum und führen dort Koordinaten, ebene Polarkoordinaten an. Zweidimensionaler Raum, ebene Polarkoordinaten. Diese ebenen Polarkoordinaten, die sind R und Phi. Also die QI sind R und Phi, so nennt man die oft. Sie kennen die Geschichte ja schon, haben wir ja mehrfach bereits verwendet. Und in diesen ebenen Polarkoordinaten ist es natürlich besonders einfach, einen Kreis um den Ursprung darzustellen. Also, Parameter, Darstellung eines Kreises. Wohlgemerkt, keine Rede mehr von kartesischen Koordinaten. Die braucht man hier gar nicht mehr, wenn man einmal weiß, was ebene Polarkoordinaten sind. Und wenn Sie sich das jetzt vor Ihrem geistigen Auge klar machen, wie wird denn nun also die Parameterdarstellung so eines konzentrischen Kreises rund um den Ursprung ausschauen? Na, ganz einfach. Die erste Koordinate R, das ist also das Q1, das werde ich vielleicht noch dazu schreiben, damit es wirklich klar ist. Q1 ist gleich R und das ist einfach konstant. Das ist der Rad eines Kreises mit Radius groß R. Der hat halt den Radius. Und das Q2, das ist unser Phi. Nun, das ist einfach der Parameter. Das Phi wechselt, also ändert sich rundherum. R bleibt gleich und damit haben Sie den ganzen Kreis. So schön ist das. Nichts mit Pythagoras Wurzel aus x² plus y², braucht kein Mensch. Wenn Sie was mit Kreisen zu tun haben, nehmen Sie natürlich Polarkoordinaten. Wenn Sie blöd sein, wenn Sie was anderes machen werden. Geht am einfachsten. Das ist einfach der Parameter t. Dieses QI gleich QI von t heißt jetzt konkret R ist gleich groß R. Eine Konstante, vielleicht hat er 5 cm Durchmesser, also Radius. Und Q2 Phi ist der Parameter t. Nun schauen Sie, jetzt kann man sofort, man hat wirklich nichts anderes zu tun, die Komponenten des Tangentenvektors ausrechnen. Ich schreibe das, zeichne das gar nicht wirklich auf, weil ich finde, das ist so einfach, dass man es gar nicht aufzeichnen braucht. Dieser Tangentenvektor, wie rechnet man den aus? Da haben wir stehen, die Komponenten des der Tangentenvektors sind dq nach dt. Also haben wir in dem Fall t1 ist gleich dq1 nach dt. Das ist aber eine Konstante, das ist ein 0. Und t2 ist gleich dq2 nach dt, das ist dt nach dt. Na, noch einfacher geht es nicht mehr. Das ist einfach 1. Das heißt, der Tangentenvektor hat konstant die Komponenten 0, 1. Jetzt also Sie denken, das gibt es doch nicht. Der zeigt doch, egal wo man auf dem Kreis ist, immer woanders hin. Und jetzt hat er immer konstante Komponenten. Hat er, weil er bezieht sich mit seinen Komponenten auf die Basisvektoren. Die haben wir uns ja vor 2 Wochen ausgerechnet. Und da wissen Sie, der erste Basisvektor zeigt nach außen, der zweite tangentiell. Na, wenn ich jetzt einen Tangentenvektor darstellen will, dann darf nichts nach außen zeigen. Deswegen ist die erste, die radiale Komponente, 0. Aber die zweite ist einfach konstant und zeigt in Richtung dieses zweiten Basisvektors. Sehen Sie das? Und jetzt
zeigt sich was Wichtiges. Und deswegen führe ich das mit Ihnen da hier so konkret durch. Nämlich, Sie haben hier die Situation, dass die Komponenten eines Vektors konstant sind, der Vektor aber nicht konstant ist. Gehen Sie woanders hin, zeigt er in eine andere Richtung und kann sogar, wenn es weiter weggeht, dann länger werden oder sowas. Aber die Komponenten sind konstant. Und das sehen Sie jetzt schon draus. Daher muss etwas abgeändert werden, wenn es darum geht, die Änderung eines Vektors zu berechnen. Denn was wir bisher gehabt haben, im Wintersemester noch, mit den kartesischen Koordinaten, wenn die Komponenten eines Vektors konstant waren, war auch der Vektor konstant. Das heißt, wenn es um eine Änderung dieses Vektors gegangen ist, musste man nur die Ableitung der Komponenten sich anschauen und wenn die gleich 0 war, dann ist er eben konstant gewesen. Jetzt sind die Komponenten konstant, aber der Vektor ist nicht konstant. Das heißt, wenn man die Änderung eines Vektors berechnen möchte, wenn man von einem Raumpunkt auf einen anderen übergeht, dann genügt es nicht, nur die partiellen Ableitungen der Komponenten des Vektors anzuschauen, weil sich, wie ich ja schon manchmal gesagt habe, unter dem Hintern dieses Vektors das Basisvektorsystem wegdrehen kann. Oder anders gesagt, in dem Fall der Vektor sich mit den Basisvektoren mitbewegt, dann hat er allerweil die gleichen Komponenten, aber er bleibt nicht konstant. Der entscheidende Punkt ist, dass sich die Basisvektoren jetzt ändern können. Und das ist der Ausgangspunkt für das Weitere, weil wir werden also, nachdem wir jetzt noch ein bisschen über Riemannsche Räume und Metrik reden, dann die Sache mit der kovarianten Ableitung in Angriff nehmen. Ein ganz zentraler Punkt, weil eben, wenn man die Änderung eines Vektors tatsächlich ausrechnen möchte, es nicht genügt, nur die Änderung der Komponenten anzuschauen, sondern man muss auch berücksichtigen, in welcher Weise ändern sich denn die Basisvektoren, wenn man einen Raumpunkt auf den Nachbarraumpunkt wechselt. Nachdem sich da auch die Basisvektoren ändern, ist es nicht genug, nur die Ableitung der Komponenten zu betrachten. Da kommt noch ein zweiter Korrekturterm dazu. Das macht dann die kovariante Ableitung. Wenn Sie das verstanden haben, und ich verspreche Ihnen, wenn Sie da so dabei bleiben und das wirklich genau zuschauen, dann werden Sie das auch verstehen. Und Sie kennen mich ja, Sie kennen immer alles Fragen und ich werde mich so lange bemühen, bis Sie dann finden, okay. Dann haben Sie die Möglichkeit, diese Änderungen auch in allgemeinen Koordinaten zu berechnen. Jetzt werden Sie sich denken, wer braucht denn so einen Chaos? Ja, aber denken Sie nur, die ganzen Vektordifferentialoperatoren, vor allem die Divergenz und die Rotation, da kommt es ja ständig auf Ableitungen von Vektorkomponenten nach Koordinaten an. Da haben Sie ja genau das. Und das geht dann nicht mehr so einfach wie bei den kartesischen Koordinaten. Deswegen habe ich das ja extra einmal vorweg gemacht, dass wir das schon im Wintersemester einmal haben. Aber jetzt haben wir dann das Mittel in der Hand, das so zu rechnen, dass Sie Ihre Divergenz und Ihre Rotation auch in Kugelkoordinaten ausrechnen können. Und dann brauchen Sie sich um diese lästigen kartesischen Koordinaten nicht mehr kümmern. Der Schlussstein, den wir dann, es ist ja noch ein bisschen Zeit, aber es nähert sich ja schon irgendwann einmal das Ende des Semesters, setzen werden, ist, dass wir diese Geschichte mit dem elektrischen Feld rund um eine Punktladung und dem Magnetfeld rund um einen stromdurchflossenen Leiter dann jeweils in Kugelkoordinaten bzw. in Zylinderkoordinaten ausrechnen können. Und das geht so viel einfacher, dass keinem normalen Menschen mehr dann einfallen würde, dass er das in kartesischen Koordinaten machen will. Nur,
Der Preis ist, Sie müssen wissen, wie man diese kovariante Ableitung ausrechnet. Das Herleiten dessen machen wir gemeinsam, weil das kann Ihnen nicht nur so an den Kopf werfen. Das müssen Sie also schon wirklich sehen, woher das kommt. Wenn Sie es aber dann einmal haben, dann brauchen Sie das nicht immer wieder durchxen. Dann nehmen Sie nur das Endergebnis her. Dann geht es zack, zack, ganz leicht und die Geschichte ist fertig. Also das soll jetzt nur ein bisschen einen Ausblick geben, auf was es jetzt hinausläuft. Wenn wir also da eben solche Basisvektoren betrachten, die eben nicht konstant sind, sondern sich ändern, wenn sie von einem Raumpunkt zu einem anderen gehen, dann handeln sie sich das Problem ein, dass eben die Änderung von eines Vektors nicht nur mit der Änderung von den Komponenten zusammenhängt, sondern auch mit den Änderungen der Basisvektoren, auf die sich diese Komponenten ja beziehen. Irgendwelche unklaren Punkte, die da übergeblieben sind? Gut, also so weit, so gut. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil jetzt kommen wir also gleich als nächstes zum Punkt 20, Tensoren und Pseudotensoren. Da hätte ich übrigens das Zeichen jetzt doch nur dazu, nachdem ich jetzt sehe, dass ich da Platz gehabt hätte. Zeichne ich also da diesen Kreis in den Polarkoordinaten auf, wobei das der Winkel Phi ist und das der konstante Radius R. Und da gibt es einen Basisvektor, G1-Pfeil, und einen zweiten, der ist G2-Pfeil. Und dann haben wir da den Tangentenvektor. Die erste Komponente ist 0. Und die zweite Komponente ist 1, das heißt, der Vektor zeigt einfach in diese Richtung und das ist der Tangentenvektor. Machen Sie das an einer anderen Stelle, dann haben Sie zum Beispiel hier wieder da das G1-Pfeil und da das G2-Pfeil. Der Tangentenvektor liegt wieder so. Hat die gleichen Komponenten 0 mal G1 plus 1 mal G2, ja? Aber schaut ganz woanders hin. Konstante Komponenten, unterschiedlicher Vektor. Ich glaube, das müssen Sie jetzt erkannt haben. Das ist an sich ein Watschen einfach. Das wird nur so hochgejubelt, wenn man das dann von vornherein in vier Dimensionen und mit dualen Räumen und so, dann kommt einem das so vor, als ob das eine monströse Sache ist. Das ist alles. Darum geht es. Dass man das dann natürlich auch verallgemeinern kann und auch auf Situationen, die dann nicht so unmittelbar anschaulich sind, naja, Gott sei Dank kann man das. Und dass man das dann noch dazu sinnvoll anwenden kann, ist erst recht gut. Okay, also jetzt habe ich das noch hinzugefügt, dort diese Zeichnung. Und jetzt gehen wir also zum Punkt 20 über. Und das ist also eben Tensoren und Pseudotensoren. Und da zeigt sich jetzt, dass man eigentlich im Wesentlichen das alles übernehmen kann, was wir schon aus dem Wintersemester kennen. Weil Sie erinnern sich doch sicher, den Begriff des Tensors haben wir so gefasst, dass es zusammenhängt mit der Art, wie er sich transformiert, wenn man von einem Basisvektorsystem auf ein anderes übergeht. Jetzt haben wir ja schon gerade angeschaut, wie sie sich transformieren, diese Vektoren. Und das verallgemeinern wir jetzt. Und natürlich jetzt beziehen wir uns nicht nur auf einen Punkt im Raum mit einem Basisvektorsystem und einem Vektor da, sondern wir betrachten immer gleich ein ganzes Vektorfeld. Weil dann lebt das Ganze erst auf, sozusagen. Also wir betrachten Vektor bzw. allgemeiner Tensorfelder.
Das sagt sich so allgemein, aber das beinhaltet insbesondere die Tensoren nullter Stufe. Und wir definieren einen Tensor nullter Stufe, einen Skalar, dadurch, dass wir einfach sagen, dass dieser Skalar numerisch invariant bleibt, wenn man ihn als Funktion anderer Koordinaten aufschreibt. Also das Lambda quer abhängig von Koordinaten QI quer muss das gleiche sein wie das Lambda abhängig von Koordinaten QI. Da gibt es weiter nichts zu sagen. So wie die Temperatur im Raum. Ob man den Raumpunkt jetzt mit Hilfe kartesischer Koordinaten oder mit Hilfe von Kugelkoordinaten angibt, die Temperatur da wird sich nicht ändern. Die ist ja als Skalar auch nicht von der Lage irgendwelcher Basisvektoren abhängig. Die Skalare beziehen sich ja gar nicht auf Basisvektoren. Erst beginnend mit Vektoren oder dann auch höheren Tensoren bezieht man sich ja erst auf Basisvektoren und dann merkt man erst, dass sich die ändern können, wenn man woanders hingeht. Das heißt, bei den Tensoren nullter Stufe ist das ein Heimspiel gewissermaßen. Da bleibt eigentlich alles, wie es ist. Hingegen beim Tensor erster Stufe das ist ein Vektor, wie Sie ja wissen. Naja, da schreibt man im Wesentlichen diese obigen Transformationseigenschaften ab. Da habe ich es mit groß A geschrieben, jetzt kann ich es mit klein a schreiben, ist egal. Also Kovariant A und A unten je quer. Das ist der die transformierten Komponenten eines Vektors A-Pfeil, sind also jetzt dqi nach dq quer je mal ai. A quer je, daher q quer je. QI, AI, das sind die nicht gequerten ursprünglich, das sind die gequerten da herüben. Und entsprechend A quer oben je ist jetzt DQ quer je nach DQI mal AI. Und das sind also wieder diese Transformationskoeffizienten. Ja? Worüber zu summieren ist, wird immer durch diese Gleichheit der Indizes bestimmt. Da ist nicht ganz klar, welcher der erste und der zweite Index ist. Das wäre dann wichtig, wenn man das in Matrizenschreibweise schreibt. Aber wir verwenden hier nicht die Matrizenschreibweise, sondern die Indexschreibweise, wo einzig aufgrund der Gleichheit der Indizes die entsprechende Summation vorgegeben wird. Mehr ist dazu nicht zu sagen, nur man kann also jetzt zum Beispiel ein Beispiel für einen solchen Tensor erster Stufe hernehmen. Wieder den Tangentenvektor. Den haben wir uns ja da oben gerade vorhin schon allgemeiner ausgerechnet. T je ist dq je nach dt. Wenn t quer je gleich dq quer je nach dt ist, dann muss auch t je gleich dq nach dt sein. Weil einmal bezieht man sich auf dq quer und einmal auf dq. Also schreibe ich jetzt einmal auf, dass t je gleich ist
dQj nach dt. Das sind die Komponenten des Tangentenvektors an eine Kurve, die gegeben ist in Parameterdarstellung. Qi ist gleich Qi von t und t ist der Parameter. Nichts mit kartesischen Koordinaten, einfach irgendwelche Koordinaten. Nun, und jetzt schauen wir an, wie sich das transformiert. Gemäß Transformationsverhalten kriegen wir jetzt, dass t quer, die unten schauen wir uns jetzt an, weil das ist jetzt ein Kontravariant. Jetzt werden wir sehen, ob es wirklich ein kontravarianter Vektor ist. Dass t quer oben j ist gleich dq quer j nach dqi. Mal t oben i. Und das t oben i ist aber gleich dqi nach dt. So kriegen wir, ist gleich dq quer j nach dqi mal dqi nach dt. Und daraus folgt jetzt, dass das t quer oben j gleich ist, da haben wir wieder diese Kettenregel für Funktionen mehrerer Variablen, da können wir kürzen, bleibt dq quer j nach dt. Es bleibt alles wie es ist. Der gleiche Tensor schaut gleich aus in den zwei Koordinatensystemen, der zeigt also dieses Transformationsverhalten. Also ist dieser Tangentenvektor wirklich ein kontravarianter Vektor, weil er sich so transformiert, wie es für einen kontravarianten Vektor sein soll. Haben Sie verstanden? Also das ist schon ein Beispiel für einen Tensor erster Stufe. Naja, und dann gibt es also natürlich entsprechend auch Tensoren höherer Stufe. Und ich schreibe jetzt noch auf die Definition für einen Tensor zweiter Stufe. Wieder über sein Transformationsverhalten. Und jetzt ahnen Sie schon, wie das geht. Genauso wie Sie es schon aus dem Wintersemester kennen. Nur statt dieser ewigen A unten quer IJ und A unten quer LM und so weiter, stehen dann immer diese Transformationskoeffizienten drinnen. Naja, und das heißt dann also, dass es zum Beispiel ist, ein Tensor zweiter Stufe TKL quer, also die transformierten Komponenten sind jetzt dqi nach dq quer k, dqj nach dq quer l, tij. Alles, was sich so transformiert, ist ein Tensor, ein kovarianter Tensor zweiter Stufe. Und entsprechend t quer oben kl, da sind die jetzt oben, haben wir dq quer k noch dqi, dq quer l noch dqj mal tij. Also das entspricht jetzt dem hier, für einen Tensor zweiter Stufe. Das wird natürlich ein bisschen langwieriger, weil da hat man Doppelsummen, aber das ist halt so. Das ist für Sie ja an sich nichts Neues und Ungewohntes. Das hatten wir bisher ebenso, nur haben wir die Transformationsmatrizen oder die Transformationsmatrizen halt irgendwie so
willkürlich angenommen, jetzt aber ergeben sie sich durch die jeweils vorliegende Koordinatentransformation. So wie ich das, glaube ich, am Anfang schon versucht habe, ganz klar zu machen. Und ähnlich geht das für Tensoren höherer Stufe. Ein wichtiger Tensor zweiter Stufe, den kennen Sie schon. Beispiel der Metriktensor. Das brauche ich Ihnen gar nicht mehr vorzurechnen, denn zum 1020. Mal, die Komponenten des Metriktensors sind die Skalarprodukte der entsprechenden Basisvektoren miteinander. Die Basisvektoren transformieren so, wie ich es da oben gezeigt habe. Und wenn man jetzt Skalarprodukte davon nimmt, kommt man auf derartige Ausdrücke. Weil für jeden Basisvektor kriegt man diese zugehörige Transformationsmatrix dazu. So dass also dieser Metriktensor der Urtyp eines Tensors zweiter Stufe ist. Und Tensoren höherer Stufe gibt es auch. Also alles das, meine Damen und Herren, ist jetzt völlig analog zu dem, was Sie schon kennen. Der Unterschied ist nur der, dass das jetzt, finde ich, viel klarer und viel anschaulicher ist. Weil jetzt sucht man sich nicht irgendeine komische Transformation aus, von einem Basisvektorsystem auf ein anderes, wo man sich denkt, wozu macht man denn das eigentlich, sondern das ergibt sich jetzt durch die Koordinatentransformation. Und das wird jeder Mensch einsehen, dass das sinnvoll ist. Wenn ich für ein kugelsymmetrisches Problem etwa von kartesischen Koordinaten auf Kugelkoordinaten transformieren möchte. Und da ergibt sich dann genau das mit diesen Transformationskoeffizienten. Eine letzte Sache möchte ich hier anschließen und möchte das gar nicht weiter ausführen. Analoge Definitionen für Pseudotensoren. Da ist es wieder so, wie wir gesagt haben, ein Pseudotensor transformiert sich wie ein richtiger Tensor bis auf das Vorzeichen der Transformationsdeterminante. Und was die Transformationsdeterminante vor ein Vorzeichen hat, nur da muss man es nur hernehmen und anschauen, was sie für ein Vorzeichen hat. Und wenn dann ein Pseudotensor vorliegt, dann wird der für einen solchen Fall, wo dann eine Spiegelungstransformation vorliegen würde, sich eben etwas komisch verhalten. Also zum Beispiel ein Pseudovektor würde dann umklappen. Die Geschichte kennen Sie schon. Alle diese Dinge kann ich jetzt aus dem Wintersemester übernehmen. Das Wintersemester war sozusagen sowas an einem Punkt, wo wir dann eine Transformation von einem Basisvektorsystem auf ein anderes durchgeführt haben. Jetzt sind wir auf einmal auf dem ganzen Raum. Deswegen haben wir auch Tensorfelder. Und diese Transformation der Basisvektoren ergibt sich aufgrund der Koordinatentransformation. Und damit wird das alles schlüssig, soweit ich das eben hoffe, Ihnen so übermitteln zu können. Also der Metriktensor ist ein typisches Beispiel für einen solchen Tensor zweiter Stufe. Und jetzt möchte ich Ihnen noch etwas sozusagen als Hausaufgabe mitgeben. Das hört sich jetzt so schulmeisterlich an. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich meine das nicht so schulmeisterlich. Aber ich glaube, wenn Sie sich ein bisschen Zeit nehmen können, vielleicht haben Sie einmal eine halbe Stunde, einmal, wo Sie halt gerade nicht unbedingt was anderes, ganz Wichtiges zu tun haben, dann können Sie sich damit vielleicht auseinandersetzen. Ein Beispiel zum Durchrechnen. Folgende Situation. Wir wollen von kartesischen Koordinaten auf Kugelkoordinaten transformieren. Transformation von kartesischen Koordinaten auf Kugelkoordinaten. Naja,
Das wissen Sie ja schon lang, wie das geht. Wir haben als Bezeichnung gehabt, die kartesischen Koordinaten, die nennen wir also jetzt, das sind die QI, die seien also X, Y und Z, dreidimensional. Und die anderen, die QI, warum schreibe ich den Q quer, habe schon wieder ein bisschen weiter gedacht. Und die Q quer I sind dann die transformierten, sind R, Theta und Phi. So sind die also bezeichnet. Die QI, das sind die einen, das sind die, von denen wegtransformiert wird, zu den Q quer I, zu denen hin transformiert wird. Naja, und in kartesischen Koordinaten, wir wollen also, sie sollen transformieren den Metriktensor. Transformation des Metriktensors. Naja, in kartesischen Koordinaten. Hat der Metriktensor die Form der Einheitsmatrix. Also G unten IJ gleich G oben IJ gleich Delta IJ. Die Einheitsmatrix. Der Metriktensor in kartesischen Koordinaten ist die Einheitsmatrix. Ja? Und andererseits, jetzt geht es darum, die Transformation auf Kugelkoordinaten durchzuführen. Das heißt, was Sie jetzt tun werden, also da denken Sie, ich schreibe das noch echt her, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So schaut der aus in kartesischen Koordinaten. Naja, und jetzt können Sie das G quer ausrechnen. Das G quer KL ist gleich, zum Beispiel eben die Kovarianten. Dann haben wir DQI nach DQ quer K. DQJ nach DQ quer L. Und dann mal GIJ. Das ist dieses Transformationsverhalten für einen Kovarianten-Tensor zweiter Stufe. Ich habe es eigentlich identisch jetzt hingeschrieben. Und Sie wollen also jetzt von kartesisch auf Kugelkoordinaten transformieren. Die QI, das sind X, Y, Z. Die Q quer sind R, Theta, Phi. Sie kennen die Transformationsgesetze. Das X ist R Cosinus Theta, R Sinus Theta Cosinus Phi und Y ist R Sinus Theta Sinus Phi und Z ist R Cosinus Theta. Diese Geschichten, das haben wir ja alles schon aufgeschrieben. Also können Sie auch leicht diese Ableitungen bilden. Und die G unten IJ sind die Einheitsmatrix. Wenn Sie das alles durch Differenzierung nach R, nach Theta und nach Phi aus dieser Transformation, die Sie schon kennen, zwischen kartesischen und Kugelkoordinaten ausrechnen und da die Einheitsmatrix, dann kriegen Sie das entsprechende heraus und das Ergebnis wird sein, dieses G quer KL, na, was wird denn wohl herauskommen müssen? Erinnern Sie sich noch, wir haben doch einmal den Metriktensor für die Kugelkoordinaten schon aufgeschrieben. Ich habe sie dann nicht ausgerechnet. Jetzt hätten Sie die Chance, es auch wirklich auszurechnen. Na, da haben wir gehabt 1, 0, 0, 0, R Quadrat, 0, 0, 0, R Quadrat, Sinus Quadrat, Theta. Und das kommt Ihnen tatsächlich so heraus. Total einfach. Es ist, ich glaube, mehr als eine halbe Stunde kostet Sie das nicht, wenn Sie das probieren wollen.
Das finde ich, wäre es wirklich wert zu machen. Also was Sie dazu brauchen, ist diese Zusammenhänge zwischen x, y, z und r, theta, phi. Und dann können Sie diese x nach den r und theta und so weiter ableiten. Dann haben Sie die ganze Matrix, das steht ja alles dort. Und dann tun Sie das jeweils multiplizieren mit dieser Einheitsmatrix und dann kommt Ihnen das schon heraus. Oh Wunder! Und damit können Sie sofort, und das geht natürlich dann auch für Zylinderkoordinaten, wenn Ihnen das lieber ist, können Sie es auch mit Zylinder, dann haben Sie dann x, y, z und r, phi, a zum Beispiel. Oder Sie können auch zwischen Zylinder und Kugel, Sie können alles Mögliche ausrechnen. Sie sehen daraus dann, wie das funktioniert. Sie haben sich damit zu eigen gemacht. Und dann kriegt das Fleisch und Blut sozusagen, dieses Transformationsverhalten. Wenn Sie auf ein anderes Koordinatensystem übergehen, dann transformieren sich die Vektor- und Tensorkomponenten entsprechend in ko- und kontravarianter Weise, so wie Sie das alles schon kennen. Ja? Gibt es dazu Fragen? Vielleicht haben Sie Zeit, das auszuprobieren. Es zahlt sich aus, das zu probieren. Das glauben Sie, wie Sie sich freuen, wenn das dann wirklich so rauskommt. Dann haben Sie das. Das ist dann Ihrs. Okay. Naja, und jetzt in den letzten paar Minuten, viel Platz habe ich hier nicht mehr. Jetzt muss ich einmal die dritte Tafel beginnen, die man leider Gottes nicht mehr verschieben kann. Verschieben kann man nur die zwei. Möchte ich jetzt noch auf etwas zu sprechen kommen, was dann für die Einführung des berühmten Riemannschen Raumes, der sozusagen der Ausgangspunkt für die Riemannsche Geometrie ist. Wow, unglaublich kompliziert. Gar nicht kompliziert. Sie werden schon sehen, es ist alles nicht kompliziert. Es wird nur dann kompliziert, wenn einem das erste Mal gleich hochformal und nur vierdimensional gezeigt wird. Dann glaubt man, boah, das ist so kompliziert, werde ich nie verstehen. Aber das alles geht auch so, dass man sich's anschaulich klar machen kann. Dass man das dann auch verallgemeinert auf höhere Dimensionszahlen, naja, schön, dass man das kann. Schade, dass man sich dann nicht mehr vorstellen kann. Aber dort, wo man sich was vorstellen kann, Gott sei Dank, wir können uns ja schon einiges vorstellen. Dort soll man es sich auch vorstellen können, ist meine Devise. Also Punkt 21. Wir wollen jetzt also über Metrik sprechen, also Bogenlänge von Kurven. Und damit ergibt sich eine Metrik. Metrik hat immer etwas damit zu tun, dass man Abstände zwischen Punkten in einem Raum bestimmen kann. Und die Räume, die wir bisher immer nur so betrachtet haben, waren im Wesentlichen immer die euklidischen Räume. Also die Ebene, der normale Raum und so. Und da ist ein Abstand ja was Selbstverständliches. Das ist eben die Distanz zwischen den Punkten. Wozu reden wir überhaupt darüber? Aber Sie werden sofort erkennen, dass das nicht so einfach ist. Wenn man einen nicht-euklidischen Raum betrachtet, jetzt hört sich das schon so hochgestochen an. Ich meine nur zum Beispiel eine Kugelfläche. Jeder Mensch, der sich das einmal überlegt hat, dem muss das gleich klar sein. Wenn Sie jetzt zwei Punkte auf der Erde haben, was ist deren Abstand? Glauben Sie, dann nehmen Sie den Abstand durch die Erde durch? Das ist doch nicht so Blödsinn. Sie nehmen oben den Abstand und zwar nehmen Sie dann möglichst längs eines Großkreises, dass der kleinstmögliche Abstand ist. Aber wenn man sich das gar nicht antun will, dann bestimmt man sich einfach eine Vorschrift, mit der man eine Kurve auf einem solchen Raum, deren Länge bestimmen kann. Und damit hat man schon die Möglichkeit, Abstände, aber längs, also innerhalb einer Mannigfaltigkeit herzunehmen, also Abstände auf der Kugeloberfläche. Ja, verstehen Sie den Unterschied? Wenn Sie am Äquator stehen und da, dann ist der Abstand von dem Punkt zu dem nicht eigentlich sinnvoll durch die Erde durch, sondern rundum. So weit müssen Sie auch rennen, damit Sie auf die andere Seite kommen. Sie können sich nicht durchbuddeln. Und das ist genau die Idee,
die Metrik in einer Mannigfaltigkeit. Wobei diese Mannigfaltigkeit ja nicht notwendig eine euklidische sein muss. Wir haben nicht nur Ebenen, wir haben auch gekrümmte Flächen. Und da schaut die Abstandsdefinition anders aus. Und das kann man also natürlich ganz allgemein angehen. Also wir können eine n-dimensionale Mannigfaltigkeit betrachten. Mannigfaltigkeit, und jetzt werden Sie natürlich gleich innerlich aufschreien, was ist denn das jetzt, die Mannigfaltigkeit? Aber wenn Sie sich vielleicht erinnern, wir hatten darüber schon einmal gesprochen, in dem Grad von Akkuratesse, der für uns wichtig ist, ist eine Mannigfaltigkeit einfach eine Punktmenge, wo jeder Punkt durch ein Koordinaten-N-Tupel bestimmt ist. Ob das jetzt kartesische Koordinaten, Kugelkoordinaten, Zylinderkoordinaten, parabolische Koordinaten, irgendwelche. Eine Zuordnung zwischen Koordinaten-N-Tupeln und den zugehörigen Punkten im Raum. Aber ohne, dass man jetzt noch eine Abstandsdefinition zwischen den Punkten hätte. Das ist eine Mannigfaltigkeit. Und natürlich insbesondere ein euklidischer Raum ist auch eine Mannigfaltigkeit, aber eine sehr spezielle Mannigfaltigkeit, weil da die Abstandsdefinition besonders einfach ist. Und wir betrachten also eine Kurve in dieser Mannigfaltigkeit. Und diese Kurve, na, wie haben wir die Kurven schon immer dargestellt? In Parameterdarstellung, jetzt, wenn wir das einmal richtig herschreiben. Naja, wie war denn das immer mit der, so, ich will da immer was verschieben, noch haben wir nichts verschieben. Diese Kurve ist halt so zu bestimmen, das ist QI gleich QI von einem Parameter t und die QI, das sind die Koordinaten. Das sollte ich da oben noch dazu schreiben. N-dimensionale Mannigfaltigkeit mit Koordinaten QI. Man kann da natürlich auch auf andere Koordinaten dann transformieren, aber das tun wir jetzt einmal nicht. Man muss nicht immer nur krampfhaft alles überall hin transformieren. Jetzt haben wir einmal so ein Koordinatensystem und das ist halt jetzt geeignet für diese Mannigfaltigkeit. Wie zum Beispiel auf der Erdoberfläche als eine nicht euklidische zweidimensionale Mannigfaltigkeit. Das sind die sich anbietenden Koordinaten, kann man auch andere nehmen, aber die geografische Länge und die geografische Breite. Ja, weil es so praktisch ist, macht man das seit Jahrhunderten so. Auch schon zu Zeiten, wo von Mannigfaltigkeit, nicht euklidisch und so weiter, noch keine Rede war. Das ist dann ein formaler Mantel, der über das Ganze drüber gelegt ist, der dann eben gute Verallgemeinerungsmöglichkeiten beinhaltet. Es ist aber um nichts komplizierter. Also solche Koordinaten können eben zum Beispiel bei einer zweidimensionalen Mannigfaltigkeit in Form einer Kugeloberfläche einfach Theta und Phi sein. Die geografische Breite und die geografische Länge. Ja? Sie verstehen, was ich meine. Aber es kann auch n-dimensional irgendetwas sein. Und das ist also die Parameterdarstellung einer beliebigen Kurve. Zum Beispiel der Bahnkurve eines Ozeandampfers, der von den Osterinseln nach Hawaii fährt und sowas und zwischendurch noch irgendwo anders. Muss nicht in der kürzesten Verbindung. Das mit den kürzesten Verbindungen, das ist eine eigene Geschichte. Da muss man zuerst einmal diese Bogenlängendefinition, also diese Metrik, schreibe ich da noch dazu, gut definiert haben, dann kann man im nächsten Schritt dazu übergehen, sich zu überlegen, was sind denn dann solche Kurven, die die kürzeste Verbindung darstellen. Das sind dann sogenannte geodätische Linien. Das hört sich auch wieder kompliziert an. Aber jeder, der von Frankfurt nach New York geflogen ist und sich einmal angeschaut hat, wie das Flugzeug fliegt,
wird ihm klar sein, es fliegt im Wesentlichen nach einer geodätischen Linie. Haben Sie schon jemals darüber nachgedacht, wenn Sie so einen Interkontinentalflug gemacht haben, dass Sie längs einer geodätischen Linie fliegen? Wow, das ist nichts anderes als die kürzeste, weil alles andere kostet mehr Treibstoff. Deswegen. Also die Sachen sind zutiefst praktisch. Das soll rüberkommen. Nicht, dass das so überkandidelte Zeugs sind, die sich irgendwelche wild gewordenen Physiker ausgedacht haben. Das ist völlig klar. Es ist nur wichtig, dass man sieht, dass das im normalen, alltäglichen Leben schon seinen Eingang findet. Nur dort muss man, also wenn man dem Flugkapitän sagt, fliegen Sie bitte jetzt nach einer geodätischen Linie, dann müssen Sie sich anschauen, was wollen Sie? Ja, aber ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Diese etwas hochgestochenen Ausdrücke sind einfach verallgemeinerungsfähige Dinge, die im normalen Alltagsleben ihren Platz ja längst haben. Okay, also so stellt man das in Parameterdarstellung dar, und zwar von einem T-Anfangswert kleiner gleich einem T-Endwert. Das soll eine Kurve sein, die von einem gewissen Punkt anfängt und zu einem anderen Punkt hingeht. Und es geht darum, sich jetzt die Länge dieser Kurve auszurechnen. Und wie so oft macht man so eine Längenbestimmung dadurch, wenn das was Gekrümmtes ist, dass man das in kleine Teile zerlegt. Und diese Teile dann aufsummiert, und es stimmt natürlich noch nicht ganz, und dann ein Limes macht, wo die Einteilung immer feiner wird. Und dann hat man im Limes die wirkliche Länge. Viel was anderes kann man nicht machen. Das ist in vielfältigen Anwendungen immer wieder so. Also man teilt die Kurve ein. Einteilung, und zwar die Kurve und damit insbesondere natürlich also Einteilung der Kurve in kleine Stücke. Also wenn die von einem Anfangspunkt irgendwie zu einem Endpunkt geht, dann macht man da also lauter so Stücke und summiert dann die Stücke auf. So tät man es ja auch in der Praxis machen. Wenn ich wissen, wie viel das ist, mache ich das fein genug, summiere das alles auf, stimmt schon ganz gut. Dann macht man es nochmal feiner, sieht man, dass nur mal die dritte Stöße hinten ändern, gut genug. Also das ist das, was man praktisch halt tut. Und das macht man also so, dass man entsprechend dieses Parameterintervall einteilt. Und zwar, damit es halt jetzt einfach ist, muss nicht so sein. Mathematisch lässt sich das viel allgemeiner aufschreiben. Da muss man auch dazu sagen, wie ist das, wie macht man es, dass die Einteilung wirklich immer feiner ist. Es genügt zum Beispiel nicht zu sagen, die Intervalle, es muss ein Limes gegen unendlich gehen mit der Anzahl der Intervalle. Das ist nicht ausreichend. Könnten da zum Beispiel drei große Intervalle bleiben und nur da gingen alle gegen unendlich. Es müssen alle insgesamt immer kleiner werden. Da sagt man dann, das größte aller Intervalle muss immer kleiner werden. Damit man sich das nicht antun muss, machen wir es von vornherein gleich. Wir machen diese Parameterintervalle gleich. Dieses Parameterintervall geht von T-Anfang bis T-Ende, dann geht es von A bis E. Einteilung des Parameterintervalls von T-A bis T-E in gleich große Stücke Delta T. Das kann man schon so machen. Und im Limes muss das Delta T dann immer kleiner werden und dann wird das immer feiner. Und wenn das Delta T gegen 0 geht im Limes, dann geht das gegen die richtige Länge. Also so machen wir das. Und nächstes Mal, das ist also in einer Woche, ich hoffe, dass da nicht wieder irgendein Feiertag ist oder sowas.
oder? Nein, ist nicht nächste Woche. Also nächste Woche schauen wir uns dann konkret an, wie sich die Koordinaten QI für jeden dieser Punkte ändern und wie man dann diese Längen dieser Intervalle ausrechnen kann. Die Summe aller dieser Längen ist dann diese gesamte Bogenlänge S und diese Summe im Limes lässt sich als ein Integral schreiben. Ganz einfach, diese Integrale sind immer Limeswerte von Summen mit immer feiner werdenden Einteilungen. Und damit kriegen wir die berühmte Formel für die Metrik in einem Riemannschen Raum. Und dann kehren wir gleich nächste Woche, jetzt wird es schon richtig besser, glaube ich, als bisher ist es vielleicht ein bisschen so für Fußgänger, aber jetzt kennen wir also schon ein bisschen mehr. Jetzt nächste Woche definieren wir uns dann auf dieser Basis, wenn wir diese Formel für die Länge einer Kurve in einer solchen Mannigfaltigkeit haben, definieren wir uns dann, was ein Riemannscher Raum ist und Sie werden sehen, dabei spielt eben der Metriktensor die entscheidende Rolle. Dann, also in einer Woche, verstehen Sie, warum der wirklich so heißt. Weil der Metriktensor kommt also prominent in dieser Formel, die wir uns dann nächstes Mal ausrechnen werden. Das ist alles ganz einfach, Sie werden sehen, Kinderkram. Spielt eine prominente Rolle, wenn man zusätzlich zu einer Mannigfaltigkeit noch einen Metriktensor definiert, dann hat man die Mannigfaltigkeit mit einer Abstandsmetrik versehen. Das macht sie dann zum Riemannschen Raum. So für nächste Woche. Also kommen Sie wieder her, stay tuned, dann wissen Sie, was der Riemannsche Raum ist. Danke. Deswegen wollen wir